Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo, Servus zum nächsten Video. Ja, was mache ich? Ausgegebenem Anlass, weil das jetzt schon des Öfteren, guck mal, ist, ich mache ihn gleich aus, ich lasse ihn bloß einen Moment laufen, weil er ja noch kalt ist. Ausgegebenen Anlass, weil es immer wieder gefragt wird, sag einmal, war der IHC schon kaputt mit dir, knapp 2100 Stunden, wo du jetzt drauf hast? Ich kann doch nicht sagen, dass der Motor schon kaputt war. Nö, war auch nicht. Ich habe mir gedacht, ich mache euch jetzt einmal ein Video, damit ihr dann auch wisst, warum, wieso, weshalb. Weil immer wieder die Frage aufkommt, ja, kann ja nicht sein, ein Bulldog mit den wenigen Stunden, auch wenn er so alt ist, aber das kann ja nicht sein. Und ein Bulldog hat schon 10.000 Stunden oder sonst was. Und der hat noch nie was gehabt und keine Reparatur. Und euer IHC, der ist ja total Schrott und alles kaputt. Und ja, das kann ja nicht sein, das ist ja Müll. Stimmt nicht. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, das mache ich aus aktuellem Anlass dieses Video. Damit ihr auch mal was davor habt. Warum war der IHC eigentlich zerlegt und was genau haben wir eigentlich an unserem Bulldog gemacht? Ja, vielleicht einmal als Update. Ich habe ja schon mal eine Vorstellung von IHC gemacht bei, ich glaube, 2000 Abonnenten oder sowas. Einfach einmal, damit die anderen auch Bescheid wissen. Der Bulldog da ist ein IHC 745 XL Allrad, also XLA eigentlich. Und ihr lest es da auf der Haum. Das ist nicht original. Turbo. Ja, was hat es jetzt da damit auf sich? Ganz einfach. Den Bulldog haben wir 1984 neu gekauft. Ist ein neuer von den Hof gekommen. Und ja, hat bei uns nur wenig Stunden gemacht, hat er nichts weiter gearbeitet außer Milchstreuer und Angeln. Mehr durfte er ja nicht machen, wollte der Opa nicht. Ja. Warum haben wir einen Turbo gebraucht? Die Idee ist meinem Vater vor ein paar Jahren gekommen. Moment. Jetzt machen wir es doch mal ein wenig leiser. Brr. So. Die Idee ist mit meinem Vater irgendwann einmal gekommen. Der IHC, der hat ein wenig ein Temperaturproblem gehabt. Das ist original einfach so. Da kannst du nichts dran ändern. Eigentlich. Der ist nicht so heiß geworden, aber die Krümmerseiten, das Blech da ist einfach immer heiß. Deswegen ist da auch kein Aufkleber mehr drauf. Deswegen ist der da weg. Weil der Bulldog da an der Krümmerseiten immer viel zu heiß geworden ist. Und das hat mein Vater schon immer aufgeregt. Und beim Agenhoster, wir haben einen schweren Boden. Gerade in den trockenen Jahren hast du oft einmal das Problem gehabt, ist der Bulldog einfach nicht vorwärts gekommen. Er ist vorwärts gekommen, aber halt schlecht. Dann hast du die Geschwindigkeit nicht einhalten können. Und dann hat er irgendwann einmal gesagt, Mensch, da gibt es einen Turbo-Nachrüstsatz. Den hat er bei Granit gefunden. Ein originale von IHC, ein Nachrüstsatz, ein originaler Turbo auch. Und LKW. Ja, den hat er damals für 750 Euro den Satz gekauft. Also mit Auspuff, mit Krümmer und allem Pipapo, was dazugehört. Und dann hat er eingebaut vor, ja, das können jetzt 6 bis 10 Jahre irgendwo in den Drehwand sein. Also ja, 6 Jahre sind es bestimmt, wo wir den Turbo jetzt in dem Bulldog drin haben. Dann hat er eingebaut, den originalen Krümmer, weil es immer wieder heißt, haben wir noch. Und den originalen Auspuff haben wir auch noch. Weil das haben wir noch daheim für den Fall des Falles, dass der Turbo irgendwann einmal kaputt geht. Ein Turbo, wenn du ihn jetzt kaufen willst, der ist teuer geworden. Da kostet der Turbo jetzt knapp 4000 Euro, beziehungsweise der Satz, den wir damals gekauft haben, kostet jetzt knapp 4000 Euro. Und wir haben das einfach daheim, um notfalls noch einmal umzubauen. So, wir haben das draufgebaut, um eine Leistungssteigerung zu haben. Die haben wir auch gehabt. Der Bulldog ist mit dem Turbo-Umbau vielleicht so auf die, ja, original hat 72 PS gehabt. Ich denke auf 80, 85 PS oder sowas ist er auf. Nur durch den Turbo. Wir haben nichts an den Pumpen gedreht. Wir haben ohne Bulldog gar nichts anderes gemacht. Nur der Turbo. Ja, ist ganz gut gegangen. Ich habe einmal einen Spritverbrauch gemessen gehabt. Im Vergleich zu früher.
deutlich runtergegangen. Die Temperatur da draußen an dem Blech, das gehört irgendwann einmal neu gemacht. Die ist jetzt zu niedrig, da passiert nichts mehr. Dahinter sitzt der Krümmer jetzt. Da kann ich bedenkenlos nachlangen. Hier ist zwar warm, ja, das sind 70 Grad gemessen, wenn er richtig warm ist. Aber nicht mehr, bei weitem nicht mehr so heiß, dass er glüht. Früher war das oft einmal gang und gäbe. Du bist auf dem Bulldog drauf gesessen, hast geackert und wenn es dann dunkel geworden ist, dann hast du gesehen, der alte Auspuff oben, das dünne Röhrler, hat geglüht und oben ist eine Flamme raus. Und das hast du bei dem Auspuff nicht mehr. Warm geworden ist er auf jeden Fall, ja, weil ein bisschen verfärbt hat er sich da oben. Aber, wie gesagt, bei weitem nicht mehr so wie früher. Ja, haben wir auf jeden Fall umgebaut. Und dann war bei meinem Vorderseitraum schon immer, ich habe gesagt, wenn man das gemacht hat, dann irgendwann können, haben wir noch die Düsen getauscht. Und er möchte eigentlich, wenn er das macht, vielleicht haben wir die Einspritzpumpen und vielleicht haben wir noch die Kolben und Büchsen. Es gibt für den D239, das haben alle gesagt, das geht nicht, große Kolben und Büchsen aus dem Grusenmotor, ich glaube aus dem D246 oder was das ist. Müsste ich jetzt lügen, bevor ich jetzt was Falsches suche. Aber es sind auf jeden Fall größerer wie die originalen vom D239. Gibt es auf jeden Fall größerer. Haben sie dann alle gesagt, das funktioniert nicht. Die passen nicht. Und mal vorne natürlich, ja gut, die Kolben werden nicht passen. Aber man kann ja den Motor quasi aufbauen. Und dann macht man gleich größere Büchsen rein. Und wo ist dann das Problem an dem Ganzen? Dann funktioniert es doch trotzdem. Und das hat er gesagt und getan. Das war das, was wir hier im Frühjahr gehabt haben, wo der Bulldog offen war, wo der Motor ausgebaut wurde, war er mit in der Firma drin. Da ist er gebohrt worden. Dann sind die neuen Büchsen reingekommen. Dann sind die großen Kolben reingekommen. Und wir haben jetzt einen Hubraum von nicht mehr 3.990 Kubik wie früher, sondern 4.034 Kubik. Klingt nicht viel, macht aber einen Unterschied. Hat er auf jeden Fall gemacht. Ja, dann ist aber das Problem losgegangen. Der Bulldog ist ja dann umgebaut gewesen, größerer Brennraum und dann hat die Spritmenge nicht mehr gepasst. Weil dann war natürlich die Spritmenge, die er für den größeren Brennraum gekriegt hat, sehr gering. Und dann hat er ja, beim Starten immer ein bisschen Schwierigkeiten gehabt und dann Berchen auf die Leistung. Da ist er ein wenig mocher gelaufen, war nicht so schön. Und dann hat man vor einer anderen Düsen reingemacht. Ja, hat auch nichts gebracht. Und dann habe ich gesagt, wir brauchen andere Pumpen und die hat mein Bruder organisiert. Eine größere Pumpen, stärkere Pumpen, quasi auch vom größeren Motor. Die stammen übrigens von Case. Ja, warum von Case? Die ist schwarz. Das ist echt ein schöner Unterschied. Ja, das ist wie gesagt eine neue Pumpen. Die stammt aus einem Bulldog, wo mal wieder das typische gemacht worden ist, was ja viel machen. Pumpen aufdrehen bis zum Anschlag. Die Pumpen war auf dem Prüfstand. Die hat über 6000 Touren gebracht. Und das ist definitiv ein viel für den Motor. Und naja, gut, ich meine, die Quittung hat der Vorbesitzer vor der Pumpen in seinem Bulldog gehabt, weil er hat nämlich das Bläuel Kuckuck gemacht. Passiert. Ja. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt die größeren Pumpen drin. Und wir haben jetzt keine 85 PS mehr, sondern wir haben jetzt sage und schreibe 105 PS auf dem Prüfstand. Und das ist bei weitem das, was man braucht oder nicht braucht. Es langt dicke. Wir haben Kraftreserven ohne Ende für das, was wir erben, für das, was wir mit dem Bulldog machen. Vollkommen ausreichend. Und deswegen war der Bulldog auseinander. Der Bulldog war im Frühjahr außerdem auseinander, weil die originale Hydraulikpumpen kaputt war. Die hat Luft gezogen. Wie passiert sowas? Ja, es ist irgendwann in die 90er Jahre mal ein Hängerohr gehängt worden. Und die Hydraulik beim IHC ist komplett. Also quasi die Hydraulik von dem Kipperanschluss mit der Hydraulik vom Heckkraftheber und von der Lenkung ist ein großer Kreis. Und in dem Kipper da wahrscheinlich kein schönes Öl mehr drin, halt der rechte Dreck. Da hat es damals einen Dreck mit rein, seitdem ist auch die Sensorhydraulik nicht mehr richtig gegangen. Da hat er damals dann alles wechseln müssen, dann waren auch Teile hinten kaputt. Und wir gehen auch davon aus, da waren halt wahrscheinlich bei dem Öl von den alten Kipper damals Metallspäne bei. Deswegen ist noch 2000 Stunden die Pumpen kaputt gewesen. Sowas kann passieren, das ist scheiße. Und ich möchte jetzt denjenigen sehen, der an alten Kipper noch hängt,
und einen alten IHC, der mittlerweile 36 Jahre alt ist, wo über die ganzen Jahre dann vielleicht einmal die Pumpen irgendwann durch Metall spät zusammengefressen ist, ob die dann nicht vielleicht auch einmal kaputt geht. Die war auf jeden Fall kaputt. Das ist die Hydraulikpumpen da, die da. Die ist neu. Sah einer, die jetzt ein bisschen größer ist, mit mehr Hubkraft und allem. Und seitdem ist wieder Ruhe. Deswegen war er auseinander. Und noch ein Grund, dass er auseinander war, das könnte ich an der Stelle vielleicht gleich noch dazu sagen, weil wie gesagt, das kommt ja immer wieder. Der Bulldog, der muss ja Schrott sein, weil wenn der vorne kaputt ist, kann ich ja nicht sein. Wir haben den Bulldog 1984 gekauft, oder besser gesagt, der vorne, bei einem Händler. Und der Bulldog hat vom ersten Tag an im höheren Drehzahlbereich eine Klappe auf dem Motor gehabt. Ein metallisches, naja, Klopfen kann man es nicht nennen, aber halt so ein metallisches Klappen, wie wenn eine ganz schnell hintereinander irgendwo draufschlägt. Da hat mein Vater damals schon die Bedenken geäußert, naja, das Klappen, die Ventile sind es, glaube ich, nicht. Er vermutet den Massenausgleich. Der Massenausgleich sitzt da unten in der Ölwanne drin. Und dann hat der Händler damals gesagt, nein, der Massenausgleich ist das nicht, das sind die Ventile. Dann war der Bulldog zum Ventile machen, sind neue Ventile reingekommen, alles wieder eingestellt worden. Dann war er sage und schreibe auch eine ganze Zeit lang mal ein bisschen ruhig für 5-6 Betriebsstunden. Und dann hat das Klappen wieder angefangen. Dann sagt mein Vater, die Ventile können es nicht sein. Vielleicht, ja, haben die auch mitgeklappert, aber das Klappen sind ja die Dinge. Und in der Zeit, in der ein paar Betriebsstunden hat er auch nicht wirklich viel schwer gearbeitet. Da hast du das Klappen vielleicht deswegen auch nicht gehört. Dann ist nochmal reklamiert worden, dann haben die noch einmal getauscht, dann haben sie noch gesagt, das sind die Düsen, haben die Düsen noch mitgetauscht. Und dann wurde es gut. Dann ist sich damals nicht mehr drum gekümmert worden. Der Bulldog musste halt erben bei uns. Und das End vom Lied war, ja, die Garantie war irgendwann rum. Wir haben einen Bulldog gehabt. Und seit 1984, seit der Bulldog gekauft worden ist, hat er dieses Klappen gehabt. Und es ist irgendwann nervig. Wenn du auf den Bulldog guckst und du fährst auf der Straße mit dem Hänger hinten dran und vorne auf dem Motor kommt immer dieses komische Gscheppel, das nervt. Ja, und wie er im Frühjahr eh auseinander war, weil er den Motor quasi größerer Kolben und Büchsen gekriegt hat, dann hat er vorher die Vorderachse mit ausgebaut, weil deswegen hat es nämlich der Händler auch nicht gemacht. Das ist nämlich ein großes Problem bei dem Bulldog. Wenn du die Ölwanne ausbauen willst, dann musst du deine Vorderachse weg. Weil die Vorderachse, siehe da, ist im Weg, wenn du die Ölwanne ausbauen willst. Ja, muss die Vorderachse weg. Das ist dann in dem Aufwasch mitgemacht worden. Siehe da, nach 36 Jahren, das Geklappe ist weg. Es war der Massenausgleich. Der Massenausgleich funktioniert so, das sind zwei gegenläufige Zahnräder innerher, mit Gewichte dran. Die sollen quasi das Schütteln vom Motor, das ist ein Vierzylinder, dieses Schütteln vom Motor ein wenig unterdrücken. Machen sie ja recht gut normalerweise, weil sonst kannst du auf dem Bock nicht hocken, weil dann der eine oder andere kennt das vielleicht noch vom Sibbershusum sein, wo war das? 7006, glaube ich, hat das Problem gehabt. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ja. Und wie gesagt, das ist dasselbe Problem hier. Hat er auch gehabt. Also nicht das komische Gewackel, sondern diesen Massenausgleich halt, und das ist diese Zahnräder, die kannst du unten normalerweise mit Distanzring einstellen. Das sind wie so Distanzplatten dazwischen. Du stellst dir das Gehäuse vom Massenausgleich vor. Du hast das Gehäuse, da sind auch die Zahnräder drin und das steckt unten auf dem Motor, auf deine großen Kurbelwellen, auf deinem Zahnrad. Und damit du das ein wenig einstellen kannst, weil ich meine, dein Kurbelwellenzahnrad, irgendwann hat es einmal Verschleiß. Deine Zahnräder vom Massenausgleich haben irgendwann Verschleiß und damit du das einstellen kannst, sind normalerweise Distanzscheiben dazwischen, die quasi den Massenausgleich ein bisschen von dem Zahnrad wegnehmen. Und da hat mein Vater schon immer gesagt, er vermutet, dass da einfach zu viel so Scheiben drin sind, dass der Abstand zu groß ist und dass die Zahnräder das Klammern anfangen. Und ja, es war so genau, wie er es gesagt hat, es waren zu viel so Scheiben drin, der Abstand war zu groß, er hat zwei Scheiben rausgenommen. Und es ist auch ruhig. Der Bulldog läuft so ruhig wie noch nie. Du kannst jetzt fahren, in jedem Drehzahlbereich kein Klappeln mehr. Und deswegen sagt Leute, das ist der Grund, warum bei dem Bulldog der Motor gemacht worden ist.
Und nicht, weil der Motor noch 2000 Stunden fertig war. Also beim besten Willen. Und wer glaubt, dass durch den Turbo der Motor und der Verschleiß und alles größer ist, den muss ich enttäuschen. Im Gegenteil, die Temperatur, wie gesagt, geht runter. Und ja, der Motor läuft einfach. Du kannst noch viel häufiger im niedrigen Drehzahlbereich laufen lassen, weil du deine Kraft halt schon hast. Wie ich jetzt zum Beispiel, da, wenn ich mehr durchstehe, jetzt gerade auf meine Wiesen. Schon fast ein wenig feucht. Ich mähe normalerweise hinten auf der schnellen Zapfwellen. Schnell, langsam. Ich habe das Mähwerk meistens auf der Draufhänger oder auch den Schwade, weil die Kraftreserve da ist und weil ich noch mit 1000 Touren fahren kann, statt mit 2000 Touren auf der 45er. Das ist der einzige Grund. Und das sind, wie gesagt, da, wir haben den Mulche von der Jochgenossenschaft. Der hängt da hinten dran. Optimal, du hast mehr Leistung. Das läuft so richtig schön. Beim Aggen. Ein Traum. So schön. Wie gesagt, das hat alles so ein wenig seinen Grund. Das hat alles seine Berechtigung. Und es hat seinen Sinn und Zweck gehabt. Und nicht, weil der Bulldog Schrott ist oder sonst was, sondern weil es der vorher machen wollte. Und weil es der vorher umgesetzt hat. Das war so sein Traum. Ich meine, schaut man sich so ein wenig um. Andere, die Bauer an Fazer 55 um, die drehen den auf bis zur Vergasung. Andere, die schrauben wild an ihre Einspritzpumpen rum, weil sie meinen, die müssen das letzte Mühe noch aus ihrem Motor rauskitzeln. Gibt's ja mehr als genug, wo dann auch der Bulldog schwarz qualmt wie ne sonst was, dass du da denkst, jetzt ist alles zu spät. Ja, kann man machen. Das geht aber gewaltig auf dem Motor. Der Motor ist, wie gesagt, auf den Prüfstand eingestellt. Und ja, und dem werden wir mit Sicherheit noch ganz, ganz, ganz lang viel Freude haben, weil der Verschleiß ist nicht höher, sondern der ist im Gegenteil vielleicht sogar ein wenig geringer wie vorher. Klingt blöd, ist aber so. Ja, und wie gesagt, wir haben einen Turbo drinnen, den kann ich euch noch zeigen. Ja. Wenn ich die Haube noch aufbringe. Sofort, da haben wir den Umbau. Ja, wie gesagt, andere Krümmer. Da ist der Abgasturbolader. Ja, oben drauf gebaut. Aufgrund vom Abgasturbo und dem anderen Rohrdurchmesser ist das Rohr da drauf und nicht mehr das originale Cremeweißer. Das Cremewasser passt einfach da nicht. Das ist sehr klar, das haben schon einige gesagt, es gibt da ein größeres. Aber meine Leute, die haben gesagt, der Auspuff, der schaut gut aus. Ich meine, der hat ja irgendwie was, ist zwar jetzt nicht original IHC in dem Edelstahl, aber ja gut, ich meine, der rostet nicht. Das haben wir auch Vorteil. Und ja, es geht schön. Der andere, gut, ja, dann hättest du das typische IHC-Pfeifen halt mehr. Da, wenn es dafür ist, hast du halt hauptsächlich noch das Turbo-Pfeifen, das IHC-Pfeifen ist weg. Aber das tut nichts zur Sache. Es läuft, es funktioniert. Ja, der zieht da seine Luft vom Luftfilter hin. Seht ihr schon. Also wie gesagt, das ist optimal. Das System läuft. Da noch einmal die Einspritzpumpen. Die ist auf den Prüfstand eingestellt, also da ist auch nichts wild selber dran gedreht und einfach einmal verdreht noch gut dünken, nee. Sondern die ist mit bestem Fachwissen auf den Prüfstand eingestellt. Der Motor ist tipptopp. Wie gesagt, mein Vater ist Kfzler, der macht das schon seit einigen Jahrzehnten. Und der hat gesagt, der ist ja nicht blöd und richtet sich sein Bulldog zusammen wie sonst was, dass das Ding dann kaputt ist. Er hat einen Haufen Leute schon gehabt, die wollten unbedingt den Motor aufgedreht haben. Da hat er die Bauern ja noch lange im Hin und Her, da hat er ihnen ein bisschen mehr gegeben. Ja, das hat die Bauern nicht gelangt. Da haben sie auch selber noch rumgedreht. Ja, ich meine, das Ende vom Lied, wie gesagt, der Vorgänger von der Pumpen, von der Einspritzpumpen, der hat halt dann ein Bläuel gehabt. Das hat dann einmal zum Motorblock rausgeschaut. Sowas passiert, sowas ist scheiße. Aber das ist halt, wenn man ohne Sachverstand einfach einmal da will dreht und er hat halt die obere Drehzahl bis auf 6000 Touren aufgedreht. Ich meine, irgendwo ist End, weil bei einem Motor, der ja, 2500 bis 3000 Touren macht, ist das schon ein wenig viel. Aber gut, wie gesagt, es gibt halt Leute, die machen das so.
und mal vorne ist Kfzle. Das Kfz-Schlosse oder Motorenschlosse, der weiß, was er tut. Und da brauche ich mir keine Gedanken machen. Deswegen an dem Bulldog werden wir auch noch ganz viel über Freude haben. Weil das ist alles so gemacht, dass du wirklich keine Angst haben brauchst, dass der dir um die Ohren fliegt. Ja, wie gesagt, das war jetzt das, was ich euch in dem Video zeigen wollte, weil mir ist eh nichts Besseres eingefallen. Und nachdem immer wieder und überall gefragt wird, sagen wir, war euer IHC kaputt oder sonst was? Nee, war er nicht. Also, an der Stelle noch einmal. Gut. Ja, und für alle, die vorhin beim Anlassen vielleicht gemerkt haben, das ist ein wenig schlecht gekommen. Mit der neuen Pumpen gibt es eine kleine Änderung. Ich habe mir jetzt extra mal ohne Vorglüher angelassen, da kommt er ein wenig schlechter. Vorglüher beim IHC ist ja sowieso so eine Sache, weil das ist ja nicht so ganz einfach, weil der glüht ja quasi bloß mit einer Flammenglühkerze oben hier im Luftansaug vor. Dass quasi warme Luft reinkommt. Normalerweise hast du am Stopp-Knopf Startmengen geben können. Der Stopp-Knopf konnte früher halbe Stellung hier rausgezogen werden. Das war dein Startmengen. Und dann konntest du dann noch weiter rausziehen zum Abstellen. Und jetzt geht er aber nur noch bis hierher. Hier ist Ende. Also quasi wo deine Startmengen ist. Und das ist Stopp. Das hängt mit der anderen Pumpen zusammen, die drin ist. Weil die diese Startmenge nicht hat. Sondern die gibt automatisch die Startmenge schon mit. Und deswegen habe ich es, wie gesagt, einmal ohne Vorglüher, dass das echt, wie das dann anspringt. Man muss dann einmal kurz ein bisschen Gas geben, dass der Motor kommt. Und dann lässt man halt sanft warm laufen. Also nicht aufs Gas drauf und gleich einmal aufholen lassen, den Motor mit 2500 Touren da gib ihm. Sondern, wie gesagt, anlassen. Und dann lässt man halt erst einmal so ein bisschen, ja, ich sag mal, bei 1000 Touren in etwa lässt man ein bisschen warm laufen. Dass er halt erst einmal rund läuft. Am Anfang natürlich schon drauf, dass er erst einmal Sprit kriegt, dass er erst einmal kommt. Und dann geht das. Ja, wie gesagt, also so, wie er jetzt ist, finde ich, ist der Schlepper top. Passt. Einige haben schon gesagt, wieso habt ihr jetzt da keine Fronthydraulik drauf, warum habt ihr da keine Druckluft, warum habt ihr da das und das und jenes nicht. Ja, das wollen meine Leute nicht, weil es Detail ist. Das wird halt dann noch mit dem Betrag einmal umgesetzt. Aber so im Großen und Ganzen finde ich, passt das schon für den IHC. Ist wie gesagt eigentlich nur eine Hauptaggerschleppe oder der Hauptschleppe für die großen schweren Arbeiten. Das, was die Krame nicht machen können, wie Hulzhäckseln zum Beispiel, das Aggen mit dem großen Fluch. Oder ja, das Grubbern mittlerweile macht er auch. Miesstreuer, das ist auch so ein Ding, weswegen der ja auch geschafft worden ist, weil das musste dann auch mit übernehmen, weil die anderen Bulldog können es nicht. Vielleicht schon, der K15 könnte es vielleicht, also KA15. Der Allgäuer war da ein wenig schwach dafür, weil der ist vielleicht auch ein wenig leicht von Miesstreuer. Aber wie gesagt, das funktioniert alles. Ist ein schöner Bulldog. Wie gesagt, ein bisschen gewöhnungsbedürftig jetzt da für mich, wenn ich draufsteige, dass ich mich jetzt ein wenig dran gewöhnen muss erst einmal. Ich meine, ich bin jetzt den Bulldog seit meinem fünften Lebensjahr gefahren. Das sind jetzt gut 25 Jahre. Und du hast im Winter gewusst, du musst die Startmenge ein wenig ziehen. Und jetzt hast du es nicht mehr, jetzt musst du halt ein wenig anschandeln, aber funktioniert alles. Jo, und jetzt würde ich sagen, fahren wir wieder heim. Weil jetzt habe ich meinen Stall noch zu machen. Und dann müssen die Roller und die Adele noch die Hälfte kriegen, weil morgen ist ja Bluttermin. Schon wieder, Déjà-vu. Und dann, ja, dann gucken wir mal.
ja Leute, und das muss dann auch schon für das Video. Ja, war wie gesagt eine recht spontane Sache, weil ich überlegt habe, was kennst du denn jetzt, da wegen Filmer? Und dann ist mir das gekommen, weil ich, wie gesagt, in dem letzten Video auch die Frage war, ja, was ist denn am IHC, was wurde denn da kaputt, warum ist denn der überhaupt zerlegt worden? Genau deswegen habe ich das jetzt gemacht. Ja, was anderes zu filmen hätte ich jetzt nicht gehabt die Wochen. Ich mache jetzt jeden Abend, wenn ich heimkomme von der Arbeit, meinen Stall. Und wenn ich den fertig habe, ja, dann ist auch schon wieder Feierabend, draußen ist dunkel. Was willst du groß filmen? Ja, fünfmal die Woche zu zeigen, wie ich meine Viecher versorge, ist, glaube ich, irgendwann einmal jeden langweilig. Und habe überlegt, was könntest du filmen, bevor du jetzt gar nichts bringst. Dann vielleicht echt einmal Aufklärungsvideo, weil da scheinbar doch ein Haufen Erklärungsbedarf ist in dem Fall. Ja, ich denke, verkehrt war das nicht gewesen, so. Jo, das war's auf jeden Fall für das Video. Ich sage jetzt vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Und ja, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns irgendwann nicht auch wieder. Bis dahin. Servus.